So, jetzt geht's los hier in der Debatte zur Gesundheit. Sehr verehrten Damen und Herren, ein Antrag über die globale Gesundheit heute debattieren zu dürfen, könnte an Aktualität nicht treffender sein. Aber bevor ich in die Inhalte einsteige, erlauben Sie mir einige wenige persönliche Bemerkungen. Seit etwa 6,5 Jahren beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema. Und wenn ich diesen Prozess in ein Bild fassen sollte, ist es so gewesen, dass vor etwa 6 Jahren ein kleiner Setzling eingepflanzt worden ist, um den sich sehr viele bemüht haben, ihn gehegt und gepflegt haben. Und jetzt, nach 6,5 Jahren, steht ein kleines Bäumchen mit einigen kleinen Früchten vor uns. Aber dieser Baum ist noch nicht stabil, er ist doch noch nicht nachhaltig, dauerhaft gesichert. Und die Früchte, die wir ernten, reichen auch noch nicht für alle Menschen aus, um tatsächlich damit ihr Wohlbefinden zu sichern. Deshalb müssen wir uns alle um dieses Bäumchen kümmern, um die Thematik globale Gesundheit und gemeinschaftlich dafür eintreten. Die Gesundheit als solche ist häufig in der Wahrnehmung der Bevölkerung ein rein nationales Thema. Es geht um den Hausarzt um die Ecke, das Krankenhaus, die Apotheke, die ärztliche Versorgung, der Facharzt, der zu erreichen ist. Und nur in den seltensten Fällen ist es tatsächlich so, dass man eine über die Grenzen hinaus reichende Blickrichtung aufnimmt. Das hat sich allerdings in der Lebenswirklichkeit in der Zwischenzeit gewandelt. Auch wenn noch im EU-Vertrag unter Artikel 168 die Privilegierung der nationalen Gesundheitssysteme vermerkt ist, ist die Internationalität unserer Menschen, der gesamten Weltbevölkerung, einer der grundlegenden Ursachen dafür, dass Krankheiten, Herausforderungen und insbesondere Krisen sich überhaupt nicht mehr an Landesgrenzen, noch nicht einmal an die Grenzen von Kontinenten halten, sondern über diese hinweggehen. Das muss für uns alle eine Herausforderung und ein Auftrag sein, diese Herausforderungen zu erfassen, sie gemeinsam zu definieren und dann an Konzepten zu arbeiten, um dieser Herausforderung zu widerstehen zu können. An der Spitze sehen wir als gemeinsame Institution, die sich dieser Aufgabe widmet, die Weltgesundheitsorganisation, die in diesen Tagen in aller Munde ist und die durchaus auch von dem einen oder anderen auch prominenten oder jedenfalls prominent empfundenen Staatsoberhaupt mit Kritik belegt wird. Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet seit 1949 an einer internationalen Gesundheitsverfassung, und sie arbeitet daran, dass die Standards für alle Menschen auf dieser Welt erreichbar sind, die Versorgung sichern und die medizinische Qualität immer auf dem neuesten Stand halten. Dies alles setzt aber voraus, dass die politischen Kräfte, Wissenschaft und Forschung gemeinsam an diesem Ziel arbeiten und über alle Grenzen hinweg einen Erfahrungsaustausch vornehmen, der keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist, wie wir auch gerade in der Corona-Krise erfahren durften, der aber die Grundlage dafür ist, die notwendigen Erkenntnisse zu sammeln und die medizinischen Fortschritte in Form von Impfstoffen oder Arzneimitteln tatsächlich erreichen zu können. Nichtsdestotrotz, die lokalen Gesundheitssysteme sind das Fundament, sind die Basis für eine gute Versorgung. Sie müssen leistungsfähig sein, sie müssen resilient sein, sie müssen vor allen Dingen auch für jeden Menschen erreichbar sein. Und das ist auch ein Baustein, an dem wir uns Tag für Tag abarbeiten müssen, hier in den Industrieländern, aber natürlich insbesondere auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern, weil dort die Schwächung oder die Schwäche der Gesundheitssysteme die größte Ursache für den Ausbruch von Pandemien ist. Die Bekämpfung von Pandemien ist nicht nur ein Kampf gegen Krankheiten und persönliches Leid, sondern es ist vor allen Dingen auch ein Kampf gegen internationale Krisen, die destabilisieren, die Staaten in fragile Verhältnisse stürzen können, die lokale Auseinandersetzungen provozieren und die vor allen Dingen zu einem wirtschaftlichen Niedergang führen können. Selbst hier in der industriellen Welt ist es offensichtlich so, dass eine Immunität keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist, sondern wir Tag für Tag, insbesondere
insbesondere in Zusammenarbeit mit unseren Institutionen, an prominenter Stelle des Robert-Koch-Institutes, dafür kämpfen müssen. Ich kann deshalb alle nur hier im Hause, aber auch draußen in der Bundesrepublik und in Europa auffordern, sich an diesem Kampf, an diesen Bemühungen zu beteiligen, die WHO sowohl finanziell als auch natürlich moralisch zu stützen, weil sie die zentrale Einrichtung ist, die sich mit der Koordination beschäftigen muss. Und eins dürfen wir zum guten Schluss auch nicht vergessen. Ein wesentlicher Punkt, der die Wissenschaft immer wieder betont, ist die Nähe von Mensch und Tier, Tier und Mensch. Der One Health-Ansatz, dass die Übertragung und die Verursachung von wesentlichen Krankheiten wie auch Corona durch die Nähe von Mensch und Tier und auch die Begegnung des Menschen in bislang abgelegenen Regionen dieser Welt zu neuen gesundheitlichen Bedrohungen führt, muss ganz besonders in den Fokus aufgenommen werden. Und wir müssen Forschung und Wissenschaft ausstatten, damit sie sich dieser Aufgabe widmen können. Ich darf Sie alle bitten, sich an dieser Initiative, an diesem Kampf zu beteiligen. Es ist für uns alle und es ist für die Menschen auf diesem Planeten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, meine Damen und Herren, und Sie sehen es, jetzt wird erst das Rednerpult wieder desinfiziert. Das kennen Sie schon aus Corona-Zeiten. Es gibt auch keine Gläser mehr, sondern Plastikbecher, die da weggeworfen werden. Ob das immer so im Sinne des Erfinders ist. Aber gut, Ulrich Oehme jetzt von der AfD. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Natürlich gehört Gesundheit und Gesundheitsvorsorge zu Grundbedürfnissen der Menschen. Ich glaube jedoch nicht, dass diejenigen der Millionen der Ärmsten in dieser Welt, die ihren Lebensunterhalt durch Tagelöhnerei für ihre Familien arbeiten und jetzt dieser Arbeit nicht nachgehen können, interessiert, ob sie eine gute Gesundheitsvorsorge haben, weil sie schlicht und ergreifend am Verhungern sind. Und was bitte, liebe CDU, soll das für ein Antrag sein? Engagement für die globale Gesundheit ausbauen, Deutschlands Verantwortung in allen Politikfeldern wahrnehmen. Das, was Sie hier aufgeführt haben, ist alles und nichts. Bei uns würde man sagen, wischiwaschi. Dieser Antrag läuft darauf hinaus, an alle möglichen Institutionen und Staaten deutsches Steuergeld nach dem Gießkannenprinzip auszuschütten, ohne eine Kenntnis darüber zu bekommen, ob das Geld sinnvoll verwendet wurde oder nicht. Und da meine Redezeit begrenzt ist, möchte ich nur exemplarisch für alle anderen Organisationen die WHO herausgreifen. Die deutsche Öffentlichkeit hat schon immer die globale Bedrohung durch Krankheitserreger erkannt. Um dieser Bedrohung entgegenzuwirken, wurde unter anderem die WHO ins Leben gerufen. Mit dem Auftreten des Corona-SARS-CoV-2 ist die Inkompetenz der WHO und mit ihr die Inkompetenz vieler nationalstaatlicher Gesundheitsbehörden, wie zum Beispiel der in Deutschland, ans Licht gekommen. Wir können nur froh sein, dass SARS-CoV-2 nicht so tödlich ist wie die Pest im Mittelalter. Als Ende des Jahres 2019, Anfang 2020 dieses Virus in China in Erscheinung getreten ist und China viele Millionen Menschen in Quarantäne geschickt hat und sogar einen großen Teil der Industriebetriebe in dieser Region stillgelegt hat, spätestens da hätte die WHO handeln müssen und China in Quarantäne schicken müssen, damit sich das Virus nicht in der ganzen Welt ausbreitet. Und da die WHO viel zu spät gehandelt hat, hätten die nationalen Regierungen ein Einreiseverbot in ihre Länder von Menschen aus dem Epidemiegebiet verhängen müssen. Das ist ebenfalls zu spät geschehen. Anhand dieser Epidemie hat die WHO wieder einmal gezeigt, dass sie das Geld nicht wert ist, das sie bisher bekommen hat. Und deshalb finde ich den Zahlungsstopp des amerikanischen Präsidenten gerechtfertigt, solange die WHO nicht imstande ist, eine klar strukturierte, von politischen und privatwirtschaftlichen Interessen unabhängige Strategie zu erstellen und durchzusetzen. Dann ist es besser, wenn die Nationalstaaten es in Eigenregie tun, wie zum Beispiel Taiwan, Vietnam und andere es in dieser Krise erfolgreich getan haben. Die AfD hat zu Beginn dieses Jahres ein konsequentes Verbot der Einreise von Menschen aus Risikogebieten gefordert. Da haben Sie noch Ihre Witze darüber gemacht. Ich hoffe, Ihnen ist jetzt das Lachen im Halse stecken geblieben. Sie alle haben sich mitschuldig gemacht an den Opfern und den sozialen Katastrophen, die jetzt folgen wird.
Jedoch sind nicht nur staatliche Akteure an der Unfähigkeit und Lähmung der WHO beteiligt. Vor allem der seit den 90er Jahren stetig steigende Einfluss von privaten Akteuren wie Rotary Club und Bill und Melinda Gates Foundation ist mehr als gefährlich. Es kann nicht sein, dass nicht gewählte private Akteure einen so großen Einfluss auf die Gestaltung globaler Gesundheitspolitik und die Verwendung von staatlichen Geldern haben. In der WHO muss ausgesiebt und bereinigt werden. Wir fordern für die WHO zurück zu den ursprünglichen Aufgaben internationale Koordination durch Bereitstellung fachlicher, unabhängiger Expertise und Entwicklung und Überwachung von Normen und Standards. Ihren Antrag werden wir ablehnen. Vielen Dank. Ulrich Oehme hier mit der ein oder anderen Kritik an der WHO, der Welthandelsorganisation. Da ist er ja in guter Gesellschaft. Der amerikanische Präsident teilt ja durchaus diese Ansichten und hat auch die Gelder für die WHO eingefroren. Und um Geld geht es vor allen Dingen auch bei der Gesundheitsbekämpfung und bei der WHO. Das werden wir auch in der weiteren Debatte immer wieder hören. Heike Behrens für die SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Leben in Gesundheit und Wohlergehen für alle Menschen. Dieses SDG-3-Ziel der Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen beschreibt, was globale Gesundheit meint. Jede und jeder Einzelne von uns weiß, wie wichtig es ist, gesund zu sein. Mit unserem Antrag und der heutigen Debatte unterstreichen wir den unbedingten Willen, dieses Ziel konsequent zu verfolgen und in allen Politikfeldern dafür einzutreten. Drei Beispiele will ich nennen. Wenn wir für ILO-Kernarbeitsnormen eintreten, dann geht es nicht nur um gerechte Entlohnung. Es geht auch darum, dass Arbeit nicht krank machen darf. Nicht in unseren Großraumbüros, aber auch eben nicht in westafrikanischen Rohstoffminen oder asiatischen Textilfabriken. Und wenn wir den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitärversorgung fordern, dann geht es auch um gesundes Aufwachsen von Kindern. Und wenn wir ehrgeizige Klimaziele erreichen, dann sichern wir die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten für unser aller Kinder und Kindeskinder. Nicht reine Kapitalinteressen dürfen dominieren. Das, was Gesundheit fördert, gehört in den Vordergrund. Denn globale Gesundheitspolitik ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass sich Investitionen in Gesundheit vielfach auszahlen, wo Menschen öffentlich abgesichert und sozial versichert sind, werden sie nicht von den Behandlungskosten überfordert und in Armut gedrängt. Und wo alle Bevölkerungsgruppen direkten Zugang zu allen notwendigen Gesundheitsdienstleistungen haben, ist das der wirksamste Impuls für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Darum ist es so wichtig, dass sich die von uns mitgetragene Bundesregierung für gesundheitsförderliche Lebensbedingungen weltweit einsetzt. Wir erwarten, dass die Strategie zur globalen Gesundheitspolitik zeitnah aktualisiert wird, Herr Minister, und über die Legislaturperiode hinaus Leitlinien für ein effektives, ressortübergreifendes Regierungshandeln auf der Basis der Menschenrechte beschreibt. Internationale Partner, aber auch zivilgesellschaftliche Initiativen erhoffen sich eine Führungsrolle Deutschlands in der globalen Gesundheitspolitik. Diese Gestaltungsaufgabe sollten wir verantwortungsvoll annehmen, gerade auch, weil andere Staaten sich aktuell aus der Verantwortung zurückziehen. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig der Erhalt unseres multilateralen Systems ist, wo die Weltgesundheitsorganisation zu einem weiteren Schauplatz geworden ist, auf dem Großmächte ihre geopolitischen Rivalitäten austragen. Umso deutlicher müssen wir sagen, nationale Reflexe, sei es der angedrohte Boykott der USA, innereuropäische Exportkontrollen oder Zensur in Afrika, nationale Reflexe führen in die Sackgasse. Ich danke unserem Außenminister Heiko Maas sehr für seine Initiative zu einer Allianz für Multilateralismus.
Wir müssen politisch alles tun, um die Weltgesundheitsorganisation in ihrer Führungsfunktion zu stärken. Sie ist die leitende und koordinierende Instanz beim Krisenmanagement. Und wie alle internationalen Organisationen kann sie nur so stark sein, wie ihre Mitgliedstaaten dies zulassen und wollen. Wir wollen eine starke WHO. Wir wollen eine gut finanzierte WHO. Die Weltgesundheitsversammlung von letzter Woche hat eine Resolution herausgebracht, die wir sehr begrüßen. Dieser gemeinsame Aufruf der Weltgemeinschaft für einen gerechten Zugang zu Arzneimitteln und Impfstoffen muss ein Wendepunkt sein. Der Covid-19-Impfstoff, egal wann er kommt, er muss zum globalen öffentlichen Gut werden. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass er allen Menschen zur Verfügung steht, die ihn brauchen und die sich impfen lassen wollen. Wie unter einem Brennglas sehen wir in der aktuellen Pandemie, wie in dieser einen Welt alles mit allem zusammenhängt. Und wir begreifen, dass wir das Virus und auch die Globalisierung nur zähmen können, wenn wir über alle Grenzen hinweg füreinander einstehen. Ihnen auf der rechten Seite fehlt offensichtlich die Einsicht in diese Zusammenhänge. Ihnen fehlt aber noch mehr. Ihnen fehlt die Ehrfurcht vor dem Leben der anderen. Albert Schweitzer hat es 1954 schon auf den Punkt gebracht, was notwendig ist, um Frieden und Sicherheit in diese Welt zu bringen. Und er hat es mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. Mit diesem Aufruf zur Ehrfurcht vor dem Leben hat er an die Menschheit appelliert und hat gesagt, das ist die Grundlage für Sicherheit und Frieden. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns auf dieser Spur unterwegs sein, indem wir Gesundheitssysteme weltweit stärken und in allen Politikfeldern für Gesundheit ergehen, für alle einstehen. Setzen Sie sich mit uns gemeinsam für eine ehrgeizige und verantwortungsvolle globale Gesundheitsstrategie ein. Lassen Sie uns dafür sorgen, auch nach Corona, dass Gesundheit konkret im Zentrum unserer Politik steht. Vielen Dank. Sagt Heike Behrens von der SPD. Sie hat wichtige Punkte angesprochen, zum Beispiel den wichtigen Punkt, wem gehört denn dann eines Tages der Impfstoff, wenn er denn entdeckt wurde? Das ist bei Weitem nicht klar. Der amerikanische Präsident, die amerikanische Administration hat ja mehrfach schon Versuche unternommen, unter anderem bei der französischen Firma Sanofi, aber auch bei einer deutschen Firma auch in Süddeutschland, sich die Rechte zu kaufen, sollte dort ein Mittel gefunden werden. Das muss geklärt werden. Und Heike Behrens hat gewünscht, dass Deutschland eine Führungsrolle übernimmt. Jetzt in der EU-Ratspräsidentschaft hat auch der Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, dass er in dieser Richtung arbeiten möchte. Andreas Ullmann für die FDP. Es bedarf eines Paradigmenwechsels in der globalen Gesundheit. Denn wer an globale Gesundheit denkt, muss begreifen, dass Gesundheit aktiv gefördert werden muss, anstatt nur reaktiv Krankheiten zu behandeln. Es muss dem Einzelnen die Möglichkeit gegeben werden, sich an seiner Gesundheitskompetenz zu stärken, damit er selbstbestimmt gesund leben kann. So sollte Politik in der globalen Gesundheit ausgerichtet sein. Denn, meine Damen und Herren, Gesundheit ist das kostbarste Gut der Welt. Bei guter Gesundheit wird alles möglich. Gute Gesundheit ist die Grundlage für den Einzelnen, um sein Potenzial auszuschöpfen, damit Familien gedeihen können, damit die Gemeinschaften gedeihen können, damit auch die Wirtschaft gedeihen können und Nationen gedeihen können. Kurz gesagt, Gesundheit ist die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung zur Beendigung der Armut und zur Förderung friedlicher und integrativer Gesellschaften. Die SDGs, also die Nachhaltigkeitsentwicklungsziele der Vereinten Nationen, repräsentieren eine ehrgeizige Vision der gesunden, sicheren und gerechten Welt, die wir alle haben wollen. Aber die Realität ist, dass wir bislang nicht auf dem richtigen Weg sind. Gerade im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie kann noch so ein reiches Land
eine Pandemie in einem Alleingang nicht bewältigen. Jede Regierung muss sich bewusst sein, ihre Bevölkerung ist dann erst vor Covid-19-Infektionen geschützt, wenn es auf der ganzen Welt diese Infektion besiegt ist. So, meine Damen und Herren, ist die Verhandlungsgemeinschaft in diesem Fall keine Wahl, sondern der einzige gangbare Weg. An dieser Stelle muss ich auch ganz klar sagen, die AfD hat es nicht begriffen. Herr Ömer hat ja gerade Sachen durcheinander geschmissen. Ich glaube, es lohnt sich durchaus, dass Sie auch mal unseren Antrag auch diesbezüglich mal durchlesen, um zu verstehen, was globale Gesundheit bedeutet und wie das auch in der, wie Frau Behrens es auch gesagt hat, alle zusammen verzahnt sind. Denn wer die beste Prävention gegen Seuchen will, muss starke und widerstandsfähige Gesundheitssysteme global fordern und fördern. Wir brauchen umfassende Investitionen in Gesundheitssystemen in allen Ländern. Höhere Rendite bekommen wir nirgendwo. Meine Damen und Herren, holen wir doch die Weltgesundheit gemeinsam aus dem Krankenhaus, indem wir neue Wege in der globalen Gesundheit gehen. In unserem Antrag haben wir einiges auch dazu geschrieben. Wir brauchen einen gesundheitsfördernden, präventiven und sektorenübergreifenden Ansatz in der globalen Gesundheit, damit Menschen weltweit ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen können. In diesem Zusammenhang spielen auch Digitalsysteme eine zunehmende, bedeutende Rolle. Sie befähigen den Menschen dazu, die Kontrolle über ihre Gesundheit aktiv in die Hand zu nehmen und unterstützen die Transformation von einer reaktiven Therapie zu proaktiven Prävention von Krankheiten. Wir müssen auch neue Wege in der Finanzierung finden. Globale Fonds wieder für die Bekämpfung von HIV, AIDS, Tuberkulose, Malaria sollen wir zu Fonds für Gesundheit machen. Das ist ein richtiger Weg, um globale Gesundheit auch zu leben. Und dazu gehört, meine Damen und Herren, ganz klar ein Bekenntnis zur Weltgesundheitsorganisation. Und Herr Öbe, wenn Sie über die WHO schimpfen und sagen, die machen alles falsch, schauen Sie doch einfach mal in Wikipedia vielleicht mal nach, was am Mandat von der WHO ist. Und dann vielleicht verstehen Sie die Situation viel besser. Glauben machen wir sonntags. Die Investition, meine Damen und Herren, lohnt sich. Denn Gesundheit ist nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, sondern wesentliche Voraussetzung für Sicherheit, Stabilität, Wohlstand und Entwicklung in unserer gemeinsamen Welt. Wir brauchen einen Systemwandel und Mut zu gestalten. Seien wir bereit, neu zu denken. Es bleibt dabei. Die Gesundheit jedes Einzelnen ist relevant für die Gesundheit aller anderen. Und deshalb bitte ich Sie, auch unseren Antrag zuzustimmen. Herzlichen Dank. Der Bundestag debattiert über zahlreiche Anträge zur globalen Gesundheit. Den Anträgen gemein ist, dass die Welthandelsorganisation gestärkt werden soll und besser finanziell ausgestattet werden soll. Das ist die Meinung aller hier im Bundestag vertretenen Fraktionen. Eva Maria Schreiber jetzt, die Sprecherin für Welternährungspolitik von den Linken, hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, die Corona-Pandemie muss ein Weckruf für alle Staaten sein, für eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation, die im Rahmen der UN für die öffentliche Gesundheit zuständig ist. Und dieser Weckruf scheint von den meisten gehört worden zu sein. Die 194 WHO-Mitglieder setzten letzte Woche beim jährlichen Treffen auf gemeinsames internationales Handeln und stärken die WHO damit als Koordinationsstelle für globale Gesundheit. Die Regierungen wollen aber auch die Vorwürfe gegenüber der Organisation im Zusammenhang mit Corona aufarbeiten und ganz wichtig für ein nachhaltiges Finanzierungssystem sorgen. Das begrüßen wir. Nun müssen aber den warmen Worten auch Taten und vor allem eine konkrete Finanzierung folgen. Deutschland sollte die Beiträge zur WHO entscheidend erhöhen und endlich die empfohlenen 0,1% des Bruttonationaleinkommens für weltweite gesundheitspolitische Zusammenarbeit aufbringen. Wir schlagen hierzu in unserem Antrag die Umverteilung von Geldern aus dem Verteidigungshaushalt vor. Für Aufrüstung und Krieg werden dieses Jahr
rund 45 Milliarden Euro ausgegeben. Für globale Gesundheit steht nur ein Bruchteil dessen zur Verfügung. Das ist ein Skandal. Das können Sie doch niemandem mehr erklären, dass für den Tod mehr Geld zur Verfügung steht als für Leben und Gesundheit. Seit 1993 sind die staatlichen, frei verwendbaren Pflichtbeiträge an die WHO stetig gesunken. Das hat die WHO finanziell ausgetrocknet. Pflichtbeiträge machen nur etwa 20% des Budgets aus. Gelder von Bill Gates, dem zweitreichsten Mann der Welt, und anderen privaten Spendern dagegen satte 80%. Und um hier Kritik zu üben, brauchen wir keine Verteufelung von Bill Gates, wie es Verschwörungstheoretiker auf aktuellen Hygienedemos verbreiten. Man kann Gates auch ohne das für vieles kritisieren. In Bezug auf die WHO heißt das, Gates ist mit knapp 10% der zweitgrößte Geber weltweit. Seine Gelder sind zweckgebunden. Er bestimmt, wofür sie ausgegeben werden. Dadurch hat er als Privatmann großen Einfluss auf die globale Gesundheitspolitik. Und das ist undemokratisch. Die Staaten müssen in der WHO wieder die Entscheidungen treffen, nicht einzelne Milliardäre. Die Gates-Stiftung legt großen Wert auf Impfprogramme. Die sind auch richtig und wichtig und helfen. Die internationale Gemeinschaft forscht mit aller Macht an einem Impfstoff gegen Covid-19. Zentral ist hier die Frage des Zugangs zum möglichen Impfstoff. Wir brauchen schon jetzt genaue Regeln zur Verteilung. Einen Wettbewerb um den Zugang darf es nicht geben. Wir schlagen vor, unter anderem auf das Patentrecht zu verzichten, damit alle Staaten leicht und günstig an den benötigten Impfstoff gelangen. Aber Impfen reicht nicht. Was ist, wenn die Basisgrundversorgung für Milliarden von Menschen fehlt und Menschen bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt nicht rechtzeitig ins weit entfernte Krankenhaus kommen? Was ist mit den Millionen von Tuberkulosekranken, die keinen Zugang zu verträglichen Medikamenten haben? Was mit den Kranken, die an vernachlässigten Krankheiten leiden, wo es oft noch gar keine Medikamente gibt, weil zu wenig geforscht wird? Und während der Corona-Pandemie drohen Malaria und Tuberkulose noch mehr Tote als sonst zu verursachen, und auch Masern werden zum Problem. Das kann doch so nicht weitergehen. Auf den Punkt gebracht, alle Länder brauchen funktionierende öffentliche Gesundheitssysteme. Ein positives Beispiel, und das nicht nur für mich, sondern auch für die WHO, ist Kuba. In jedem noch so abgelegenen Dorf findet man einen Arzt und eine Gemeindeschwester. Polikliniken mit Fachärzten, Zahnärzten und Notaufnahme sind schnell zu erreichen. Auch ein Krankenhaus ist für jeden in der Nähe. Und im Gegensatz zu den meisten Entwicklungsländern hat Kuba Infektionskrankheiten wie Malaria erfolgreich besiegt. Die Lebenserwartung dort ist höher als in den USA und Kuba exportiert Gesundheit, nicht Waffen. Wo Deutschland noch zögerte, hat Kuba jüngst Ärzte ins schwer von Covid-19 betroffene Italien entsandt. Und das ist vorbildlich. Leider wird der Zugang zu Gesundheit in vielen Ländern anders geregelt. Ob in Indien, Ghana oder Südafrika, in vielen Ländern hat sich ein Krankenhausmarkt mit privaten öffentlichen Partnerschaften, PPP, entwickelt, bei dem reiche Investoren aus aller Welt Krankenhäuser aufkaufen, kaputt sparen und dann mit hoher Rendite weiterverkaufen. Und die Bundesregierung lenkt öffentliche Steuergelder in diese PPP. Das ist doch ein Unding. Dabei bedienen diese Gesundheitseinrichtungen die zahlungskräftige Ober- und Mittelschicht. Ärmere bleiben außen vor und haben kaum oder gar keinen Zugang zu medizinischen Leistungen. Die Folge ist ein Anstieg der Ungleichheit. Wir halten diese Fokussierung auf PPP für einen gravierenden Fehler. Gesundheit muss für jeden zugänglich sein und gehört in öffentliche Hand. Liebe Koalition, in Ihrem Antrag erwähnen Sie diese gravierenden Fehler der letzten Jahre nicht und fordern stattdessen ein Weiter-so. Auch die FDP und die Grünen üben in ihren Anträgen nicht wirklich Kritik an den Versäumnissen der letzten Jahre. Außer uns geht niemand auf das Problem der Profitorientierung im Gesundheitswesen im globalen Maßstab ein. Aber diese Subventionierung von privaten Akteuren durch deutsche Steuergelder lehnen wir ab.
Und dass der Markt schon alles regelt, da hat uns Corona ja gerade bewiesen, dass das eben nicht der Fall ist. Und das Spotlight auf die Bereiche gerichtet, die nicht oder nur oberflächlich funktionieren. Diese Regeln sollen nicht vom Markt aufgestellt werden, sondern von der Politik. Dankeschön. Ja, Eva Maria Schreiber mit einem Vortrag, der zumindest den Bundesfinanzminister gelegentlich den Kopf schütteln ließ. Nächster Redner jetzt hier in der Debatte ist Ottmar von Holz von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Vorsitzender des Unterausschusses des Deutschen Bundestages für zivile Krisenprävention und vorhin war er noch bei uns im Phoenix-Interview. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Schreiber, wir kritisieren sehr wohl, sehr deutlich die Versäumnisse der letzten Jahre. Das Nachhaltigkeitsziel 3 der Agenda 2030 heißt nämlich, ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Dazu gehören, die Mütter- und Säuglingssterblichkeitsraten zu senken, neben AIDS, Malaria und Tuberkulose auch vernachlässigte Krankheiten zu bekämpfen, mit Prävention und Behandlung zu psychischer Gesundheit zu fördern und vieles, vieles mehr. Die Basis aber zu allem ist, wie ich finde, das Unterziel der allgemeinen Gesundheitsversorgung, die Absicherung gegen finanzielle Risiken und den Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten zu sichern. Darüber hinaus einen Zugang für alle Menschen zu wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren Arzneimitteln und Impfstoffen zu bieten. Das Nachhaltigkeitsziel 3 oder auch bekannt als SDG 3 ist mehr als Pandemiebekämpfung. Es geht vor allem um die Grundversorgung mit Gesundheit. Es geht um eine Regelversorgung für alle Menschen in allen Ländern. Hierüber müssen wir uns unterhalten, wenn wir über globale Gesundheit sprechen. Es ist verständlich, wenn aufgrund der Covid-19-Pandemie die Eindämmung der Pandemie momentan im Vordergrund steht. Aber bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen dabei nicht vergessen, worum es bei der Gesundheits-EZ geht. Es geht darum, eine Abwärtsspirale zu unterbrechen oder umzukehren. Armut, schlechte Wohnbedingungen, schlechte Lebensbedingungen, mangelnde Bildung und unzureichender Zugang zu einer grundlegenden Gesundheitsversorgung führen zu noch mehr Armut. Die Entwicklungspolitik der Geberländer weist diesbezüglich mittlerweile leider gravierende Defizite auf. Wir verlassen uns immer mehr auf die Finanzierung und die Aktivitäten der internationalen Fonds und wir haben uns selbst nach und nach aus der Unterstützung beim Aufbau und der Stabilisierung des öffentlichen Gesundheitswesens in den Partnerländern zurückgezogen. Es gibt viel Geld, das in den Gesundheitsbereich in die Entwicklungsländer geht, aber niemand koordiniert das. Was passiert eigentlich in der Zeit nach Bill Gates? Was, wenn der neue Stiftungsrat andere Schwerpunkte setzt? Wer will denen denn vorschreiben, was sie zu tun und nicht zu tun haben? Niemand. Und das ist das Kern des Problems. Wenn sich demokratisch legitimierte Staaten aus der Verantwortung nehmen, weil sie sagen, ja, da sind genug Leute, die sich um die Gesundheit kümmern, da ist genug Geld im System, dann vergeben wir uns eine Chance. Wir werden gebraucht als diejenigen, die das Ganze im Blick haben, die bewusst die Zivilgesellschaft mit einbezieht, die gezielt mit Partnerländern am Aufbau von Gesundheitsstrukturen arbeiten, Verwaltungen, soziale Sicherungssysteme, Infrastrukturen, die mit staatlichen Entscheidern auf Augenhöhe zusammenarbeiten, damit die Länder auf der Empfängerseite auch in die Pflicht genommen werden können, die gezielt Forschung finanziert, um endlich mal den armutsbedingten und vernachlässigten Krankheiten aktiv etwas entgegenzusetzen. Und das gewinnt immer mehr an Bedeutung, die sich der Tatsache stellen, dass so vieles miteinander zusammenhängt. Die Art und Weise, wie wir Tiere halten, dass wir den Tieren ihren Lebensraum rauben und Menschen und Tiere immer näher zueinander rücken. Schlechtes oder schlimmstenfalls gar kein Essen, dreckige Luft, kein Zugang zu sauberem Wasser, stinkende Kloaken, weil es an Sanitäranlagen und Abwassersystemen fehlt. Keine Bildung, keine Aufklärung, keine Prävention. Das alles zahlt ein auf die Gesundheit der Menschen. Es geht eben nicht nur um die Bekämpfung von Krankheitserregern. Und immer wieder, wenn ich mir diesen Kreislauf vor Augen führe, komme ich zwangsläufig auf die Rolle der Weltgesundheitsorganisation. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt in unserem demokratisch legitimierten System. Sie ist die multilaterale Organisation, die die Koordinierungsaufgabe übernehmen muss. Es gibt nur ein Problem. Sie ist schon jetzt für die Aufgaben, die wir als Staatengemeinschaft
ihr zugedacht haben, massiv unterfinanziert. Und das, was Amerika macht, die Beiträge der USA aus der WHO abzuziehen, ist absolut fahrlässig. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt brauchen. Jetzt müssen wir die WHO stärken. Internationale Politik ist doch keine Spielwiese. Meine Güte, es geht um millionenfache Menschenleben. Es geht darum, Millionen von Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Denn Anspruch haben wir doch alle an uns selbst, auch Herr Trump. Also, ich habe nichts gegen die Arbeit der Bill und Melinda Gates Stiftung. Ich habe nichts gegen die Arbeit der globalen Impfallianz Gavi. Nichts gegen den globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV, Malaria und Tuberkulose. Ganz im Gegenteil. Sie alle leisten einen enormen Beitrag zur Bekämpfung und einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Krankheiten. Aber das allein reicht eben nicht aus, um in den Ländern des globalen Südens Strukturen aufzubauen. Verwaltung, Fachkräfte, Infrastruktur, ein System der sozialen Sicherung, Kühlketten, Apotheken, bezahlbaren Zugang zu medizinischer Grundversorgung für alle. Die Koalitionsfraktionen haben vieles von dem, was ich hier vortrage, in ihrem Antrag stehen. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, liebe Kolleginnen und Kollegen, weshalb Sie, wie schon beim Wasserantrag in der letzten Sitzungswoche, offensichtlich vermehrt auf Sofortabstimmungen bestehen. Ich finde, das ist eine despektierliche Haltung gegenüber der Arbeit und Aufgabe der Ausschüsse. Euren Antrag lehnen wir nicht ab, aber wir hätten ihn gern besser gemacht. Und zum FDP-Antrag. Es gibt einige tatsächlich positive und innovative Ansätze. Jawohl. Aber viele Dinge sprechen Sie nicht an. Und an einigen Stellen liegen wir sogar auseinander. Kein Wort zur öffentlichen Gesundheitsversorgung, kein Wort zur Stärkung der WHO. Stattdessen wollen Sie Parallelstrukturen schaffen. Sie wollen aber Parallelstrukturen schaffen, und Ihren Antrag werden wir deswegen ablehnen. Vielen Dank. Ottmar von Holz von den Bündnisgrünen spricht einen ganz wichtigen Punkt an. Die Funktionsweise der WHO leidet auch darunter, dass sie chronisch unterfinanziert ist. Nur noch ein Viertel der zur Verfügung stehenden Mittel wird durch Mitgliedsbeiträge erzielt. Das Rest sind private Spenden, die meistens aber gebunden sind durch private Geldgeber an gewisse Projekte. Herr Präsident, der nächste Redner jetzt Hermann Gröhe, ehemaliger Bundesgesundheitsminister. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, Maßstab unseres politischen Handels ist die Nachhaltigkeitsagenda, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Das gilt für die Politik insgesamt, haben wir auch bewusst in unserem Koalitionsvertrag geschrieben. Das gilt aber in besonderer Weise für die Politik im Bereich der Entwicklungspolitik, in dem Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Und es ist ja schon darauf hingewiesen, an welch zentraler Stelle in diesen 17 Nachhaltigkeitszielen, in Ziel 3, Gesundheit und Wohlergehen für alle Menschen zu einem zentralen Ziel einer nachhaltigen Entwicklung erklärt wird. Ich möchte es so zusammenfassen: Entwicklung braucht Gesundheit. Das wissen wir schon vom Leben des einzelnen Menschen. Schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen können die Chance der körperlichen, der geistigen Entwicklung, die Chancen zu Bildung, Ausbildung, zu Arbeit, zu einem selbstbestimmten Leben nachhaltig beeinträchtigen. Und das gilt, und das ist ja die Not in so vielen armen Ländern der Welt, vor allen Dingen, wenn diese schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen in frühen Lebensjahren Menschen zurückwerfen im Hinblick auf ihre Entwicklungschancen. Mich hat es sehr bewegt, vor einigen Monaten in Äthiopien ein Krankenhaus zu besuchen, in dem mit Hilfe der Christoffel-Blinden-Mission Früherkennung von Hörbeeinträchtigung und rechtzeitige Behandlung darauf zielt, Menschen ein Leben zu ersparen, wo die Hörbeeinträchtigung zu Bildungsunfähigkeit, dies zu nicht mehr Finden eines Platzes in der Arbeitswelt führt, und welcher Segen diese konkrete Hilfe für die Menschen, bei denen eine Krankheit rechtzeitig erkannt und wirkungsvoll behandelt werden kann, für einzelne Menschen bedeutet. Aber es gilt eben dieser Grundsatz: Entwicklung braucht Gesundheit nicht nur für das einzelne Leben, es gilt auch für Staaten, für Volkswirtschaften. Wir haben es in Westafrika nach der Ebola-Krise, wir haben es in so vielen Gesundheitskrisen gesehen, wie die soziale, wie die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes zurückgeworfen werden kann, dramatisch zurückgeworfen werden kann, weil die Lasten einer Krankheitsentwicklung, die kein Gesundheitswesen
begegnet ist, diese Länder so zurückgeworfen hat. Und deswegen ist es gut, jetzt konkret den Ländern zu helfen, die in besonderer Weise unter der Pandemie leiden. Und ich will ausdrücklich sagen, wenn zu Recht darauf hingewiesen wird, dass es auch die dramatischen Schäden durch die Gefährdung von Impfprogrammen gibt, durch andere Krankheiten, Malaria, durch Hunger, der dramatische Zunahme von Hunger auch infolge der Maßnahmen rund um die Pandemie, dann sind diese schrecklichen Folgen, Folgen der Pandemie und dürfen nicht missbraucht werden, die Gefährdung durch die Pandemie zu leugnen. Das ist geradezu absurd, was wir hier in Teilen erleben. Und deswegen ist es so richtig, dass das BNZ schnell gehandelt hat durch Umschichtung mit 1 Milliarde Euro Pandemiebekämpfung, aber auch diese anderen Schäden in den Mittelpunkt der nächsten Anstrengungen rückt. Und deswegen unterstützen wir nachdrücklich das Ansinnen des BMZ mit zusätzlichen 3 Milliarden hier Pandemiebekämpfung, aber auch die umfassenden Folgen dieses Geschehens zu lindern. Das ist ein richtiger Schritt. Und in dieser Situation mit Stimmungsmache gegen Entwicklungshilfe zu operieren, ist schäbig. Und wer bei einer Pandemie auf nationale Abschottung setzt, hat vor allen Dingen eins, das Wesen der Pandemie nicht verstanden. Und das gilt in diesem Haus und anderswo. Und lassen Sie mich auch deutlich etwas zur WHO sagen. Es ist gut ein Jahr her, dass wir in diesem Haus den Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros, begrüßen konnten im Fraktionssaal der CDU-CSU-Fraktion bei einem Kongress zur globalen Gesundheit. Wir bekennen uns ausdrücklich zur Arbeit der WHO. Und Jens Spahn hat dafür gesorgt, dass jetzt kurzfristig deutlich mehr Gelder auch für aktuelle Herausforderungen zur Verfügung gestellt werden. Und dies ist ebenso wichtig wie die zusätzlichen Mittel aus dem Forschungsressort für die Impfstoffsuche. Das zeigt, ressortübergreifend treibt diese Bundesregierung eine richtige Antwort auf die Krise voran, meine Damen, meine Herren. Wer immer die WHO kritisiert, muss vor allen Dingen eins wissen: Dann muss unser gemeinsames Ziel eine stärkere, eine bessere und ja auch eine besser finanzierte WHO sein. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich angesichts der in der Tat verstörenden Position gegen Multilateralismus auch in der amerikanischen Administration sagen, wir sehen gleichzeitig beim globalen Fonds in der WHO und in vielen anderen Bereichen großartige amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit uns die Überzeugung eint, dass eine globale Herausforderung, eine globale Antwort verlangt. Dies eint auch die allermeisten hier in diesem Haus. Und das ist ein starkes Stück Gemeinsamkeit für eine Führungsrolle unseres Landes in der globalen Gesundheitspolitik. Herzlichen Dank. Der Bundestag diskutiert über Anträge zur globalen Gesundheit. Dahinter verbirgt sich vor allen Dingen eine Besserstellung und bessere Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation im Kampf gegen Ebola. Eine der wichtigen Themen wird dabei ja auch sein, was passiert, wenn ein Impfstoff gefunden ist. Wie kann er allen Menschen zugänglich gemacht werden? Das ist längst noch nicht klar. Ich erinnere jetzt von der AfD, Paul-Viktor Podolai. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, die globale Gesundheit und somit auch die Weltgesundheitsorganisation sind nicht erst seit der Covid-19-Pandemie in der Krise. Ein großes Problem ist die Finanzierung. Viel zu geringe Pflichtbeiträge der Staaten an die WHO und somit zusammenhängende Interessenkonflikte. Im Jahresbudget der WHO von etwa 2,2 Milliarden US-Dollar machen 80% größere Spenden von Unternehmen aus, insbesondere aus der Pharmabranche. Dadurch ist die WHO ab 2001 in die Arme der Industrie getrieben worden, wodurch die Neutralität der WHO gefährdet ist. Die Staatengemeinschaft soll die privaten Interessen in der WHO zurückdrängen, die WHO anständig finanzieren und auch demokratisieren. Solche Forderungen finden wir in dem Antrag der Bundesregierung leider nicht. Die Koalitionsparteien gehen auf die Kritikpunkte aus vielen Mitgliedstaaten gar nicht ein. Wir sehen keine Bereitschaft der Bundesregierung, die WHO-Strukturen wirklich zu reformieren. Auch die sogenannte Opposition in diesem Haus, die Grünen, Linken und die FDP, machen mit.
Was hat die Thematik reproduktiver und sexueller Gesundheit, wie im Antrag der Grünen, mit der aktuellen Krise zu tun? Sie alle sind weit entfernt von realen Problemen unserer Bürger. Meine Damen und Herren, die WHO wird von der Pharmaindustrie exzessiv beeinflusst, die sehr geschickt bei den Manipulationen von Gesundheitsausgaben zugunsten eigener finanzieller Interessen. Unter die privaten Geldgeber fallen auch die globale Allianz für Impfstoffe, Gavi, die durch die Gates Foundation finanziert wird. In den vergangenen Jahren hat China ihren Einfluss auf der WHO systematisch ausgebaut. Der Einfluss der kommunistischen Führung auf die WHO zeigt sich etwa an der Wahl des China-freundlichen Generaldirektors. Wochenlang spielte der WHO-Chef die Gefahren des Coronavirus herunter. Wie konnte ein Ex-Kader einer kommunistischen Partei in Äthiopien zum Wächter über die Gesundheit von über 7 Milliarden Menschen aufsteigen? Unerhört. Eine wichtige Grundlage soll die Erkenntnis sein, dass Gesundheit im Wesentlichen, schreien Sie nicht, eine wichtige Grundlage soll die Erkenntnis sein, dass Gesundheit im Wesentlichen von sozialen Faktoren bestimmt wird, von der Ernährung, Bildung, den Zugang zum sauberen Wasser. Sie spielen für das Wohlbefinden eine viel größere Rolle als kurative Angebote, also Krankenhäuser, Medikamente, Impfungen. Das ist das eigentliche Skandal. Eine Refeudalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse. Es ist Zeit, die WHO zu stärken, nicht nur mit Geld, sondern auch mit Einfluss. Die Bundeskanzlerin sagte während der Jahrestagung der Weltwirtschaftsforum 2020 in Davos, der globalen Impfallianz Gavi, die an der dritten Stelle der Finanziers der WHO steht, weitere 600 Millionen Euro zu. Es reicht. Wir lehnen den Antrag der Bundesregierung sowie die Anträge der übrigen Fraktionen ab. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Karamba Diaby, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Dr. Dilta beginnt seinen Dienst bereits um 6 Uhr morgens, macht dann seine Visite und im Anschluss gibt es 3 bis 4 Operationen. Dr. Dilta ist leitender Arzt in einem Krankenhaus, das im Umkreis von 72 Kilometern und in einem Einzugsgebiet von 100.000 Menschen das einzige ist. Das Krankenhaus liegt in einem kleinen Ort namens Koyom in der Republik Tschad. Weltweit zählt der Tschad zu den Ländern mit der geringsten Ärztedichte. Auf 20.000 Patientinnen und Patienten kommt eine Ärztin, ein Arzt. Zum Vergleich, in Deutschland ist das Verhältnis 238:1. Neben all den Gesundheitsproblemen in normalen Zeiten kommt jetzt nun das Coronavirus dazu. Sehr geehrte Damen und Herren, reiche Länder haben gut ausgebaute Gesundheitssysteme, moderne Labore, Forschungsinstitute sowie gut ausgebildetes Personal. In vielen anderen Ländern ist es sogar in normalen Zeiten schwierig, die Gesundheit der Bevölkerung sicherzustellen. Machen wir uns nichts vor. Das Coronavirus ist zwar für alle gefährlich, doch trifft es die Menschen am stärksten, die auch schon vorher unter prekären Bedingungen und schlechten hygienischen Verhältnissen gelebt haben. Nun ist die Frage ist, was können wir also tun? Ich konzentriere mich auf 2 Punkte. Das Engagement der Bundesregierung im Bereich der Wissenschafts- und Forschungsförderung muss ausgebaut werden, um einen gerechten Zugang zu Medikamenten
und Impfstoffen zu ermöglichen. Dabei müssen wir die vorhandene Expertise in der Gesundheitsforschung sowie bei der Translation nutzen. Wir wollen innerhalb der EU-Präsidentschaft und zusammen mit internationalen Partnern gemeinsam einen gerechten Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen für alle und vor allem für benachteiligte Bevölkerungsgruppen ermöglichen und Produktionskapazitäten im globalen Süden aufbauen. Zu meinem zweiten Punkt. Die WHO wurde mehrfach erwähnt. Sie ist mehr denn je eine wichtige Organisation für die weltweite Gesundheitsförderung. Deshalb freue ich mich, dass wir weltweit darauf wirken wollen, dass die Pflichtbeiträge erhöht werden. Meine Damen und Herren, ich persönlich verbinde viel mit der WHO. Als ich ein Kind war, gab es Impfaktionen gegen Pocken und die ganze Region profitierte davon. Und ich bin dankbar dafür, dass die WHO die Pocken in der ganzen Welt erfolgreich bekämpft hat. Meine Damen und Herren, Gesundheit ist ein Menschenrecht. Das wurde von meiner Kollegin Heike Behrens auch schon gesagt. Und die Gesundheit aller Menschen weltweit muss vor dem Gewinnstreben Einzelner stehen. Dr. Dilta sagte einmal, wenn man sieht, wie sehr die Epidemie Europa trotz aller seiner Möglichkeiten erschüttert hat, mache ich mir schon große Sorgen. Ich hoffe, dass ich ihm bald sagen kann, machen Sie sich weniger Sorgen. Europa hat verstanden und Solidarität ist keine weitere Option für uns, sondern der einzige Weg in einer globalisierten Welt. Dankeschön. Karamba Diaby war das für die SPD. Die erste Lesung hier im Deutschen Bundestag zum Thema globale Gesundheit. Es gibt verschiedene Anträge. Allen Anträgen ist gemein, dass sie vor allen Dingen die WHO finanziell besser ausstatten sollen. Die Staaten haben sich verpflichtet, ihre Beiträge zu zahlen, aber wie es dann so ist, mittlerweile nur noch ein Viertel des Gesamtaufkommens wird durch Beiträge erzielt. Jens Beek jetzt für die FDP. Es eint jedenfalls die 90% des Hauses, die sich ernsthaft an dieser Debatte beteiligen, der Wunsch nach einer Ertüchtigung der Weltgesundheitsorganisation, sie stärker zu machen in den Belangen für die globale Gesundheit, mit unterschiedlichen Anträgen von allen Fraktionen, die sich daran beteiligen. Da gibt es Kleinigkeiten, wo wir nicht einer Meinung sind, Frau Kollegin Schreiber. Wir wollen jetzt gar nicht das öffentliche Gesundheitssystem in Haiti oder Nicaragua mit unserem vergleichen, aber auch im Vergleich zu dem in Großbritannien, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Von daher haben wir da in Kleinigkeiten unterschiedliche Akzente. Aber wir sind uns einig, dass wir als Deutsche uns beteiligen wollen am Multilateralismus und an der Stärkung dieser Organisation. Und deswegen, Herr Kollege Gröhe, bin ich total glücklich, dass Sie gerade gesagt haben, was heute Nacht noch passiert sein muss. Denn Sie sprachen von deutlichen Mittelaufstockungen für die WHO durch uns. Gestern habe ich die noch nicht finden können, bin aber froh, dass Sie gerade angekündigt haben, dass der Bundesgesundheitsminister Spahn das jetzt in Kürze nachholen wird und uns das dann auch mitteilt. Da sind wir einer Meinung. Nur ist das wie so vieles in dem Antrag von CDU, CSU und SPD, der überhaupt bemerkenswert ist. 8 Seiten. 5 Seiten, wir begrüßen, wie toll wir schon waren. Nicht alles davon wussten alle anderen vorher auch schon, will ich ganz offen sagen. Und dann kommen 2, 3 Seiten, wo Sie sagen, und zu Recht, was wir eigentlich noch machen müssen. Also beispielsweise in der Entwicklungszusammenarbeit, das haben Sie ausdrücklich als eigene Forderung hineingeschrieben, für die Grundertüchtigung der Gesundheitssysteme in unseren Partnerländern Sorge zu tragen. Und ohne der WHO das vorzuwerfen, wissen alle, sagen alle Experten, ist noch in der vorletzten Ausschusssitzung von externen Experten bei uns im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit mitgeteilt worden. Das ist gerade die Stärke der WHO nicht. Die WHO ist stark in anderen Bereichen, auch in konkreten Krankheitsbekämpfungen, aber die grundsätzliche breite Ausgestaltung eines vernünftigen Gesundheitssystems als Basisversorgung in Ländern zu implementieren, ist ihre Stärke nicht. Sondern das findet derzeit im Wesentlichen über bilaterale Entwicklungszusammenarbeit statt.
Und dann reden Sie darüber, dass Sie das stärken wollen, und zeitgleich sagt BMZ 2030, wir nehmen bei mindestens 25 Ländern das zurück. Und dann können wir mal gucken, welche das eigentlich betrifft. In Nicaragua, ist vorhin angesprochen worden, ist der Großteil der Hygieneinfrastruktur, Abwasser, Frischwasser, auch Energie, genauso wie in Haiti übrigens, durch deutsche bilaterale Entwicklungszusammenarbeit entstanden. BMZ 2030 streicht diese Länder komplett heraus. Und ich freue mich, Herr Kollege Annen, wenn ich Sie sehe, wenn im Mai 2019 für Mittelamerika, Karibik ein neuer Impuls gesetzt wird von Ihnen und dem Bundesaußenminister Maas. Dann habe ich das sehr gefreut als Mitglied der Parlamentariergruppe. Aber wenn zeitgleich oder wenige Wochen und Monate später, Herr Bartle, der Bundesminister Müller alle diese Länder dann aus der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit herausnimmt, hat das mit Kohärenz nichts zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass wir uns darauf kaprizieren, deutlich die Gesundheitssysteme in bilateraler Entwicklungszusammenarbeit zu stärken, solange die WHO das noch nicht kann. Und deswegen herzlichen Dank für Ihren schönen Antrag. Aber wir würden uns darüber freuen, wenn Sie auch etwas mehr tun, als nur ankündigen würden. Vielen Dank, Herr Präsident. Jens Beek hier mit einer freigehaltenen Rede. Und der nächste Redner zum Thema globale Gesundheit, Rudolf Henke von der CDU-CSU. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Aber hier sehen wir gerade die FDP-Bank, Herr Buschmann und Herrn Tonka, die jetzt offensichtlich was zu bereden haben. Aber das Wort hier im Plenum hat jetzt, wie gesagt, Rudolf Henke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, um einfach diesen Punkt, lieber Kollege Beek, aufzugreifen. Deutschland hat als eines der ersten Länder einen Beitrag zu dem Corona Emergency Fund geleistet und hat dabei bei insgesamt 670 Millionen Finanzierung mit den aus Deutschland stammenden 50 Millionen den höchsten nationalen Beitrag geleistet. Das hat der Bundesgesundheitsminister entschieden und Geld vom Haushaltsausschuss dafür eingeworben, gleich nach der Vorstellung des Plans der WHO. Und deswegen wäre es vielleicht gut, bevor Sie Herrn Gröhe widersprechen, der mit Recht Herrn Spahn gelobt hat, dass Sie mit Ihren eigenen Haushältern darüber reden. Aber das nur zu der Frage, sag mal, wie die Koalition handelt und wie das bewertet wird. Manchmal hat man das Gefühl, wir tun ja so viel Ordentliches und Vorzeigbares, dass wir wirklich manchmal einen Stau dabei haben, das alles zu vermitteln und rüberzubringen. Und deswegen ist man ja froh, dass eine solche Diskussion auch dafür eine Möglichkeit gibt. Also herzlichen Dank, Jens Spahn, und herzlichen Dank, Hermann Gröhe, dass du es hier gesagt hast. Globale Gesundheit beginnt bei uns, so lautet das Motto einer Wanderausstellung von Aktion Medior, dem größten Medikamentenhilfswerk Europas. Wenn ich die Arbeit in unserem Unterausschuss Globale Gesundheit in seinen nun 2 Jahren und die heutige Debatte betrachte, dann muss ich sagen, es könnte kein besseres Motto geben. Und aktuell haben wir mit der Corona-Pandemie natürlich ein Beispiel, auf das wir alle gerne verzichtet hätten. Gleichwohl belegt diese globale Pandemie, sie macht wie in einem Brennglas deutlich, wie richtig und wichtig der Weg war, den die Bundesregierung nicht erst nach dem Ebola-Fieberausbruch ab 2014 in Westafrika international forciert hat. Wir erleben, dass das, was wir damals vermisst haben und was damals richtig war und was seitdem auf den Weg gekommen ist, dass das heute wieder richtig ist. Und die Bedeutung, die globale Gesundheitspolitik erfährt, hat das Gewicht, das ihr die Staaten beimessen, hat auch viel mit deutschem Handeln zu tun in staatlichen Entscheidungen. Wenn ich etwa an das Konzept der Bundesregierung globale Gesundheitspolitik gestalten, gemeinsam handeln, Verantwortung wahrnehmen aus dem Juli 2013 denke, wenn ich etwa an das außerhalb der Politik entwickelte deutsche Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten aus dem Jahr 2014 denken. Und wenn ich vor allen Dingen an die deutsche Präsidentschaft beim G7-Treffen 2015 und ebenso im Kreis der G20 in 2017
denke. Ich glaube, auch das ist ein Beispiel, wo wir gezeigt haben, dass wir diesen Satz globale Gesundheit bei uns sehr ernst nehmen. Ich will ein Beispiel nennen für globale Gesundheit bei uns. Der Einsatz von Antibiotika. In der deutschen Human- und Veterinärmedizin sehen wir gute Fortschritte im verantwortungsvolleren und zurückhaltenderen Einsatz. Aber unsere Verantwortung zur globalen Vermeidung von Resistenzen bleibt zugleich enorm. In der letzten Sitzungswoche haben wir hier Forderungen zur Wasser- und Sanitärversorgung beschlossen. Und das Abwassermanagement, etwa in Entwicklungsländern, zeigt die 360-Grad-Bedeutung des Ansatzes von Health in All Policies. Oder ein zweites Beispiel. Im September 2019 berichteten die Medien, erstmals ist in Deutschland eine Infektion mit dem West-Nil-Virus bei Menschen festgestellt worden. Schon 2018 erstmals Infektionen bei Vögeln und Pferden nachgewiesen. Also Klimaveränderungen werden die Ausbreitung tropischer Infektionskrankheiten verändern und verlagern. Sie werden auch unser Gesundheitssystem vor neue Anforderungen stellen. Und sowohl das West-Nil als auch das Coronavirus verdeutlichen in unterschiedlicher Dimension, dass eine enge Zusammenarbeit von Human- und Veterinärmedizin nötig sein wird. Ich glaube nicht, dass die WHO die einzige Organisation ist, die Bedeutung hat. Das ist ja auch vielfach gesagt worden. Aber ich rate auch davon ab, dort den Eindruck zu erwecken, als wäre das nun eine Konkurrenz. Da die WHO die Organisation der Staaten ist, muss sie natürlich eine koordinierende Rolle wahrnehmen. Sie ist aber in ihrem legitimatorischen Unterbau natürlich halt auch von der unterschiedlichen Systematik von 194 unterschiedlichen Staaten geprägt. Und das sind nicht alle Staaten, die so organisiert sind wie Deutschland, die so viel Wert auf Teilung von Macht legen. Und gerade deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass auch andere Ansätze wie Gavi, wie der Globale Fonds, wie die Paul und Melinda Gates Stiftung und wie andere Stiftungen ihren Beitrag beisteuern. Und da sollten wir nicht uns drüber erhaben zeigen und sagen, da mosern wir dran rum, sondern wir sollten dafür dankbar sein und gleichzeitig die Konsequenz ziehen, dass es richtig ist, die WHO zu stärken. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich aus einer Rede der Bundeskanzlerin zitieren, die sie am 8. Mai 2019 auf dem Kongress unserer Fraktion Globale Gesundheit stärken, UN-Nachhaltigkeitsziel umsetzen, gehalten hat. Und da formuliert sie, abschließend möchte ich sagen, dass ein gesundes Leben für jeden Menschen auf der Welt möglich sein sollte. Auch in ärmeren Ländern muss der Zugang zu einer funktionierenden Gesundheitsversorgung gelingen. Mit der Agenda 2030 sind wir eine starke Verpflichtung eingegangen. Uns verpflichtet aber nicht nur das Schriftstück, sondern vor allem das Gebot der Menschlichkeit. Mit vereinten Kräften können wir sehr viel bewegen. Zitat Ende, Rede Ende. Ich danke Ihnen. Die nächste Rednerin kommt von der SPD, Claudia Moll. Sie ist Mitglied im Gesundheitsausschuss und der Bundestag diskutiert hier immer noch in erster Lesung über das Thema globale Gesundheit. Herr Präsident, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viren und Krankheiten machen an Grenzen nicht Halt. Klingt eigentlich logisch, aber scheinbar nicht für jeden. Deutschland hat nicht erst seit Covid-19 eine Vorreiterrolle in der globalen Gesundheitspolitik eingenommen. Und daher stehen die Gesundheitsthemen auf der Agenda für unsere EU-Ratspräsidentschaft in diesem Jahr weit oben. So richtig die Maßnahmen der EU auch sind, wir müssen die Anstrengungen aller Akteure bündeln, um die geeignete Kraft der Nationalstaaten wie auch der EU-Institutionen nutzen zu können. Das enorme Potenzial, das in der Europäischen Union liegt, wollen wir ausschöpfen, indem wir einen Global Health Koordinator schaffen, bei dem die verschiedenen Bereiche globaler Gesundheit zusammenlaufen. Gleichzeitig braucht es nicht nur eine nationale Gesamtstrategie, sondern eine aktualisierte Ratschlussfolgerung der EU. Sie muss den Health in All Policies Ansatz entschlossen verfolgen und das Menschenrecht auf Gesundheit weltweit durchsetzen.
Dazu braucht es nicht nur die Aktualisierung, sondern darauf aufbauend auch einen Aktionsplan mit Überprüfungsmechanismen. Wir bringen die Akteure zusammen, geben ihnen eine koordinierte Kopfstelle und einen Leitplan. So machen wir mit der EU globale Gesundheit erst möglich. Wir übernehmen nicht nur in diesem Jahr die EU-Ratspräsidentschaft, sondern befinden uns auch mitten im Jahr der Pflegekräfte und Hebammen. Dieses so wichtige Jahr darf sowohl national als auch international nicht in Vergessenheit geraten, wo doch momentan das medizinische Personal weltweit Übermenschliches leistet. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung und gute Arbeitsbedingungen sind der Schlüssel, um universelle Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Weltweit sind ca. 70% der Gesundheitsfachkräfte Frauen. Sie müssen in unseren Fokus rücken, denn Frauen tragen das Gesundheitssystem weltweit. Deshalb verdienen sie auch, geschützt zu werden. Wir machen uns auf allen Ebenen stark, dass Frauen selbstbestimmt über Familienplanung entscheiden können. Wir setzen uns dafür ein, dass jede Schwangere medizinische Versorgung erhält und ihr Kind in Sicherheit gebären kann. Wir treiben voran, dass auch in Krisenzeiten der Zugang zum Gesundheitssystem sichergestellt ist. Insbesondere Dienstleistungen wie Krebsvorsorge, Zugang zu Verhütungsmitteln oder Hilfe bei sexueller Gewalt dürfen dabei nicht untergehen. Dazu sind wir seit Jahren einer der größten Geber, um Initiativen in diesem Bereich zu unterstützen. Und wir bringen ressortübergreifende Gesundheitspolitik in der bi- und multilateralen sowie der Entwicklungszusammenarbeit voran und setzen Frauen- und Müttergesundheit als Thema. Wir wollen globale Gesundheitsdiplomatie verankern und neue Partner dafür gewinnen. Mit diesem Antrag bauen wir auf den bisherigen Fortschritten auf, stärken die Zusammenarbeit, vernetzen uns noch enger mit unseren Partnern, setzen das Thema prominenter auf die Agenda und stellen die globale Gesundheitspolitik breiter auf. Ich bin in den Bundestag angetreten auch, um mich für die Menschen im Gesundheitswesen stark zu machen. Dieser Antrag legt den Grundstein, über die vielen Akteure und die Mittel so zu organisieren und zu bündeln, dass wir zielgerichtet Menschen weltweit ein Leben in Gesundheit ermöglichen. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und der letzte Redner zu diesem Debattenpunkt globale Gesundheit kommt wieder von der CDU-CSU, ist Mitglied im Gesundheitsausschuss, Stefan Pilsinger. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Welt befindet sich in einer der schwersten gesundheitlichen Krisen unserer Zeit. Ich begrüße es daher sehr, dass wir heute über das Engagement Deutschlands für die globale Gesundheit sprechen. Weil wir in dieser Krise in Deutschland bisher richtig gehandelt haben, konnten wir eine Überlastung unseres Gesundheitssystems durch das Coronavirus verhindern. Und weil wir in dieser Krise richtig gehandelt haben, haben wir freie Kapazitäten, die wir aktuell nicht benötigen. Deshalb können wir jetzt anderen Nationen helfen. Ich bin sehr dankbar, mit diesem Antrag ein Zeichen mitzusetzen, das Zeichen, dass uns das Schicksal der anderen Menschen in anderen Ländern nicht egal ist. Wir als Christdemokraten und Christsoziale sind der festen Überzeugung, dass jedes Leben, unabhängig von Ethnie, Geschlecht oder Religion, gleich viel wert ist. Deshalb wollen wir dabei mithelfen, so viele menschliche Leben wie irgend möglich zu retten. Denn Gesundheit ist ein Menschenrecht. Werte wie Solidarität, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft rücken in diesen Zeiten wieder mehr in den Vordergrund. Wichtig ist für mich hierbei besonders die europäische Solidarität. Gerade in dieser Zeit zeigt sich der wahre Wert der Europäischen Union. Wir machen als CDU-CSU deutlich, die Europäische Union ist kein Kostenfaktor oder reiner wirtschaftlicher Absatzmarkt für unsere Produkte. Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass auch die anstehende EU-Ratspräsidentschaft dafür genutzt wird, zielführende Initiativen anzustoßen
um mit Nachdruck an einer aktualisierten Strategie zur globalen Gesundheitspolitik zu arbeiten. International war die Corona-Krise bisher oft geprägt von nationalen Egoismen, geprägt vom verständlichen Kampf für die eigene Bevölkerung um beschränkte Ressourcen wie Masken, Medikamente oder Beatmungsgeräte. Oft blieben dabei die schwächsten Länder bei diesem Wettbewerb auf der Strecke. Vielfach fehlt es deshalb dort an stationären Behandlungskapazitäten für schwerst erkrankte Patienten. Die Weltgesundheitsorganisation warnt, dass die Subsahara-Region zum nächsten Epizentrum der Corona-Pandemie werden könnte. 300.000 Tote, 30 Millionen Hungernde, so die nüchtern klingende Schätzung. Mich haben diese Zahlen erschreckt, vor allem, weil man davon in den Medien wenig wahrnimmt. Denn wenn wir eines aus der Migrationskrise von 2015 gelernt haben sollten, dann das: Nichtstun ist keine Option. Katastrophen in anderen, vermeintlich weit entfernten Ländern haben plötzlich eine ganz reale Auswirkung auf uns. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir jetzt die Probleme der Menschen vor Ort lösen müssen, damit diese Probleme nicht zu uns kommen. Unser Ziel muss es sein, auf weltweite Gesundheitsrisiken ganzheitlich vorbereitet zu sein und mit Hilfe eines effizienten globalen Gesundheitskrisenmanagements zielführend reagieren zu können. Auch durch Innovation kann Deutschland einen entscheidenden Beitrag zur weltweiten Gesundheit leisten. Wir haben in Deutschland großartige Forscherinnen und Forscher. Für uns gilt auch in der Corona-Krise ganz klar: Wenn ein Impfstoff in Deutschland erfunden wird, sagen wir nicht Deutschland first, sondern dann werden wir diesen Corona-Impfstoff der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, ein Sprichwort sagt: Wer schnell hilft, hilft doppelt. Und deshalb erfüllt es mich mit Stolz und Dankbarkeit, dass deutsche Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte schnell und unkompliziert französischen Corona-Patienten geholfen haben, als das dortige Gesundheitssystem zu kollabieren drohte. Ich danke allen, die dieses greifbare Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft möglich gemacht haben. Jetzt ist es Zeit, erneut ein solches Zeichen der Humanität, Solidarität und Freundschaft auszusenden. Ich glaube, dass globale Krisen eine Chance sind, Brücken zu bauen über außenpolitische Differenzen und gegenseitige Vorurteile hinweg. Deshalb unterstütze ich Ministerpräsident Kretschmer mit seiner Forderung, dass wir auch Russland unsere Hilfe anbieten sollten. Über 370.000 Menschen in Russland wurden bis heute positiv auf das Coronavirus getestet. Fast 4.000 Menschen sind bereits daran verstorben und jeden Tag kommen tausende neue Fälle hinzu. Helfen wir Russland, wie wir Frankreich geholfen haben, schnell, unbürokratisch und effizient. Heute können wir ein Signal senden: Lassen Sie uns die Werte Solidarität, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft aktiv leben und damit unseren Beitrag zur Bewältigung weltweiter gesundheitlicher Krisen leisten. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf der Drucksache 19-491 mit dem Titel Engagement für die globale Gesundheit ausbauen, Deutschlands Verantwortung in allen Politikfeldern wahrnehmen. Wer stimmt für diesen Antrag? Die Koalitionsfraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist AfD und Die Linke. Wer enthält sich? Das ist FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Der Antrag ist damit angenommen. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 19-485 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Gesundheit. Die Fraktion Die Linke wünscht Federführung beim Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir stimmen zuerst über den Überweisungsvorschlag der Fraktion Die Linke ab. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Überweisungsvorschlag gegen die Stimmen der Linken und Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen des übrigen Hauses abgelehnt.
Und damit lasse ich abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, nämlich Federführung beim Ausschuss für Gesundheit. Und wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Überweisungsvorschlag mit der umgekehrten Mehrheit angenommen. Und damit kommen wir interfraktionell zur Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 19496 an die in der Tagesordnung aufgeführten Vorschüsse vorgeschlagen. Auch da ist die Federführung strittig. Die Koalitionsfraktionen wünschen wieder die Federführung beim Ausschuss für Gesundheit. Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wünscht die Federführung beim Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich lasse wieder zuerst über den Überweisungsvorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen abstimmen. Wer stimmt dafür? Ja, meine Damen und Herren, und das passiert jetzt mit dem grünen Antrag auch, wie eben mit dem linken Antrag. Es geht um die Federführung, wo dieser Antrag weiter beraten wird. Das hat man gelegentlich. Im Vorfeld wird sowas normalerweise geeint. Und wenn es keine Einigung gibt, dann muss es eben hier im Plenum entschieden werden. Wer stimmt dagegen? Dann ist dieser Überweisungsvorschlag gegen die Stimmen der Linken und Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen des übrigen Hauses angenommen. Also der Gesundheitsausschuss berät jetzt auch über den Antrag der Bündnisgrünen. Die wollten das ja im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beraten lassen. Das sind häufig Vorgänge, die hier den Betrieb etwas aufhalten, aber ebenso geregelt werden müssen, wenn im Vorfeld unter den parlamentarischen Geschäftsführern keine Regelung zu erzielen ist. Und beide Ausschüsse können sich natürlich mit diesem Thema beschäftigen.